Es sind keine Schwarz-Weiß-Fotos, sondern Zeichnungen. Bleistift auf Papier. Diese und noch viele andere Exponate sind durch die Hand des alten Magder Künstlers John Wieser entstanden. Zeichnen war schon immer seine Leidenschaft und 1993 findet seine erste Ausstellung in Altenmarkt statt. 25 Jahre später präsentiert er wieder seine Werke der Öffentlichkeit und zwar in diesem Sportgeschäft in Altenmarkt. Geplant war dieser langanhaltende Erfolg natürlich nicht. Nein, den Werdegang kann man sicher nicht planen. Genauso wie meine erste Ausstellung nicht geplant war. Ich bin damals vom Altenmarkter Kulturverein angesprochen worden, ob ich nicht eine Ausstellung machen möchte. Hätte ich das nicht gemacht, hätte es sich vielleicht nie ergeben. Und ob das dann weitergeht, das entscheiden eigentlich wirklich die Besucher vor den Ausstellungen, Menschen, die sich interessieren für die Arbeit, was man so leistet. Es sind viele Glücksfaktoren auch dabei, dass man sagt, okay, man darf das 25 Jahre machen. Das ist wohl das Glück des Tüchtigen. Ein internationales Männermagazin widmet John Wieser 6 Seiten. Und damit ist er der erste österreichische Künstler, dem dies gelingt. Natürlich hat John Wieser auch sein Lieblingsmotiv. Was immer interessant war, waren natürlich aussagekräftige Gesichter, die bis ins Fensterteil ausgearbeitet. Riesenvorteil natürlich, wenn sie sehr alt sind, schön faltig, treue Augen haben. Ich habe ein Porträt da, das ein sehr gutes Beispiel dient. Aber auch junge Gesichter, also Gesichter sind sehr, sehr interessant. Interessant ist auch die Symbiose Kunst und Sport. Ja, einerseits ist es unser Bedürfnis gewesen, dass wir so einen großartigen heimischen Künstler unterstützen können, der heuer sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Andererseits war es auch eine Überlegung, dass natürlich Sportart, wie unser Sportgeschäft heißt, wenn man hier ein Wortspiel betreibt, Sport meets Art und Sport trifft sehr wohl des Öfteren auf Kunst, sei es einerseits von diversen Sportarten oder natürlich auch bei sportlichen Equipment, wo natürlich auch sehr viel Kunst dahinter ist. Die Arbeiten von John Wieser lösen bei den Besuchern Bewunderung und Begeisterung aus. In John seine Arbeiten zeichnen einfach in John selber aus. Man sieht in den Arbeiten, dass er einfach die Geduld hat und diese Hingabe hat, dass er derartig lange an einem Gemälde sitzen kann. Ich war früher öfter im Pinocchio essen und da hat er seine Kunstdrucke Hänger gehabt und ich habe gesagt, irgendwann will ich einen John Wieser daheim haben. Ja, mittlerweile haben wir 2 Hänger, meine Eltern und ich, und ich liebe seine Arbeit. Also das, was er zeichnet, das kann oft andere gar nicht fotografieren. Und wer jetzt gerne die Ausstellung Sport meets Art in Altenmarkt besuchen möchte, bis Samstag, 20. Oktober, besteht die Möglichkeit dazu.